Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde UFC 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht's schon gut. Ihr seid alle gut drauf und es habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Fight Night haben wir unseren Titel verteidigt. Mal schauen, wie es uns in dieser Fight Night geht. Aber wir schauen uns zuerst nochmal zusammen die Hutu Levelaufstieg. So. Na, schauen wir mal, ob wir nach der Folge noch Champion sind, wie es uns in der Folge geht. Dann ballern wir uns einmal in die Attribute die Punkte rein. The hood's still dangerous, goodness gracious, move like the Gracie brothers. Don't pay me something, fed everybody, they don't save me nothing. Still back to the bone from fetus. Technik. Last man that tried their feeking, don't talk too much, no more speaking. Man pre man and my man still scheming. No threats to protect my cleaners, creep them, beat it, catch my sleeping. So the beef and things not needed, but I had big, big man turn Jesus. So. Wäre gut gewesen, wenn wir sowas auch gehabt hätten im Spiel. Die Schwiegen, Konfrontation. Als nächstes dürfen wir uns auf einen UFC-Titelkampf im Schwergewicht freuen. Es ist schon unglaublich, wie vielseitig er ist. Und das macht ihn natürlich auch so gefährlich. Man kann ihn einfach nicht ausrechnen. Ja, da weißt du als Gegner nie, was als nächstes kommt. Der ist unheimlich flexibel, der hat auf alles eine Antwort. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Kampf entwickeln wird, denn dieser Kämpfer ragt natürlich durch seine exzellenten Blockfähigkeiten heraus. Das kann für Gegner absolut frustrierend und entnervend sein, wenn man alles versucht und einfach nicht durchkommt. So, wir werden wieder anfangen mit den ganzen Frontkicks. Er macht sich auf den Weg zur Titelverteidigung. In Sachen Chokes gehört er zu den Besten der Welt. Da stimmt einfach alles. Technik, Hebel, Power. Da gibt es für so gut wie niemanden einen Kommen. Das dürfte auch heute ein zentraler Bestandteil seiner Strategie sein. Ja, und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Schwergewicht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Rechnet und bei Reichweite und Größe können wir leichte Unterschiede konstatieren. Und hier ist erneut die Stimme des Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. And
This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the O2 Arena in London, England. Ah, okay, die Verteidigung in London, O2 Arena, genau. Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 38 wins, 13 losses. He stands 6'7" tall, weighing in at 250 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, presenting the challenger, Alexander Drago. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 29 wins, 2 losses. He stands 6'3" tall, weighing in at 210 pounds. Fighting out of Vienna, Austria, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC heavyweight champion of the world, Assassin. So let's get off. All right, this is for the championship. You can give me your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it. Ja, die machen gleich da weiter, wo sie gestern beim Biegen aufgehört haben. Es kann losgehen. Österreich, komm schon. Toll, wie er seinen letzten Kampf gewonnen hat mit diesem K.O. Und das war ja nun wirklich kein leichter Fight. Es ging um viel, es ging um den Titel. Das musst du auch erstmal schaffen. Klasse Punch. Alexander Volkov ist einfach ein Biest. Er zeigt hier eine seiner gefürchteten Schlagkombinationen. Und der Kick zum Kopf, harter Treffer. Ja, da hat sein Gegner nicht aufgepasst und schon hat's geklingelt. Ah, der Kick geht zum Kopf, er ist angeschlagen. Er ist jetzt in der Stackguard. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Ah, da setzt er den Griff an. Sukowski, gell? Dein Arm ist jetzt ernsthaft in Gefahr. Er befreit sich. Ja, er schafft es, sich aufzurichten. Oh, er will hier die Arm-Triangle. Er mit Zang. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr. Das kann er unmöglich schaffen. Aber er schafft es, sich zu befreien. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Ja, eine Art. Ich kann mir wenigstens ein paar Entwicklungspunkte in den kommen. Ich weiß, er ist ein bisschen zu fit. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr. Das kann er unmöglich schaffen. Er nimmt den Oberkörper hoch. Und da befreit er sich. Er fährt die Armbar ab. Er versucht es mit einer Arm-Triangle. Sie wird schon linksamer. Sie wird schon linksamer. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr. Das kann er unmöglich machen. Ja, da befreit er sich. Eine exzellente Technik im Bodenkampf. Er setzt eine Arm-Triangle an. Aus dem Choke befreit er sich nicht mehr. Das kann er unmöglich schaffen. Nein, aus der Arm-Triangle kommt er nicht mehr raus. Ja,
der Kick, wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Zumindest klärt die Runde uns. Die Runde klärt schon mehr uns. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Ein heftiger Kick und das ist der Niederschlag. Schee mit der Spitzen ans Kinn. Es geht weiter. Runde 2. Den Haken spürt er. Sehr gute Angriffe hier. Den Kick gesehen. Ich schon, aber sein Gegner offensichtlich nicht. Jetzt klammert er und versucht sich zu erholen. Schön den Kick geblockt. Was für ein Kick zum Kopf. Er ist gelockt. Ist vorbei. Der Frontkick zum Kopf ist das, was bringt. Deswegen habe ich ihn ausgebaut. Deswegen setze ich nur. Aber er hat gut gekämpft. Er hat sich am Boden ganz gut zu Werk gesetzt. Aber seht ihr, Batsch! Du hast den Kopf da zurückgeknackt. K.O.-Nerv an der Kingspitze. Immer wieder malträtiert. Er hat allen Grund zu jubeln. Hat sich hierdurch K.O. den Sieg geholt in diesem Titelkampf im Schwergewicht. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 57 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Assassin. Er hat es geschafft, er hat seinen Titel verteidigt. Eine tolle Leistung. Gegen diesen Gegner war das keine leichte Aufgabe. Ja, das war, aber Frontkick ist halt einfach. Frontkick war jetzt kleiner gewesen, hätte ich einen Frontkick am Körper gesetzt. Risiko. Frontkick ist immer Risiko, weil er im Schwergewicht extrem viel Konter braucht. Vor allem die geschwungenen Frontkicks. Aber die 95 Kilo, was wir haben, die müssen wir dann irgendwie ein bisschen mehr Power einlegen. So. Zweite Titelverteidigung in Folge. Ist gut, das ist gut. Das heißt, wir schauen uns mit dieser jetzt mal an. Wir brauchen nur mindestens 6 Submission-Siege. Siege in Folge, habe ich 12 hinter mir. Neue Pay-Per-View-Kämpfe, Followers brauche ich noch ein bisschen was. 5 Mille brauche ich noch wenig Wing, dass ich in meiner Karriere die Einnahmen kriege. Ah, das können wir schon hin. Ah, alter Bekannter wieder. Ah, wäre cool, wenn man an Ding an Tyson Fury, ich habe ja das Kämpferpaket gekauft, dass man da das hinkriegen. So, jetzt schauen wir mal, was möchten denn, wie viele Sponsoren? 1, 2 mal die Sponsoren, 30 brauchen wir für die Sponsoren. Dann handeln wir die Sponsoren gleich einmal an.
Look what I'm planning. Ja, machen wir das auch noch. Weißt schon, dann machen wir jetzt die erste Woche, haben wir jetzt dies erledigt. Dose of what I've achieved, then get lonesome and I critique who I am and what I believe, make up standards too high to reach. Untrained animal off the leash, I'm in panic, but yet relieved. Brought your hammock to hang with me, grab a hatchet, cut down your tree like a mannequin that can speak. What I have in store is unique. I just mind sparring stream, der bringt mal etwas für den Hype, aber nicht, dass sie nach oben kriegen. Druck heute, okay? Es kommt vor allem aufs Timing an. Mit gutem Timing gewinnt man Kämpfe. So muss das. Das war ein schöner Trick. In 30 Sekunden war's das. Ja, klasse geplant. Heute Druck machst, okay? Es geht ums richtige Timing heute. Das üben wir jetzt. Los! Super geblockt! Heute, tut. Let's say. Warte auf den richtigen Moment und dann geh voll drauf, okay? So gewinnst du auch die harten Kämpfe. Genau so! Super Treffer! Super! So will ich das sehen. Was muss ich mit einer Fußball? Der andere ist schon ein bisschen stark aus, du. Heute geht's ums Timing. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst. Das geht nicht mehr. Meine Sparringspartner sind schon zu schwach. Sie sind schon zu schwach. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Auf alles raus. Zeig mir, was du kannst. Jawohl. Super. Sau stark, Mann. Genau so will ich das sehen von dir. Nehmen wir jetzt schon den kleinen Ellbogen.
nehmen wir nachher. Gute Kombo, Junge. Weiter so. Zumindest haben wir jetzt den Ellbogen schön ausgebaut. Hervorragend. Stufe 3, dann kannte man nämlich den Namen ein bisschen arbeiten. Haben wir noch 15 übrig, die haben wir an Halbbeine. 2. Dann Social Media Post. Chinizo. Wollen wir mal dein Jiu-Jitsu und deine Submissions verbessern, okay? Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Komm schon, Junge, du musst mehr tun. Mega! Mach weiter so und niemand kann dich aufhalten. Weiter so, Junge! Ja. Nicht nachlassen jetzt, Junge! Gleich gibt er auf! Ich möchte den Real Naked, möchte ich auf Gold kriegen. Etwas mehr Bewegung, wenn du da raus willst. Noch. Du hast gleich den Tap-Out. Jetzt nicht nachlassen. Ende von meiner Karriere sollte ich halt dann ein Submission-Experte sein, gell? Also für diejenigen, die sich auch noch fragen, was ein Submission ist immer ein Aufgabegriff, ein Hebelgriff, ein Joke. Ich wurde nämlich heute von einem ehemaligen Schüler gefragt, was ist ein Submission? Sie haben gesagt, Aufgabegriff, ein Würgegriff, also das kennt ihr ja, den Begriff Schwitzkasten, sowas, das ist ein Submission. Jemanden zum Aufgeben bringen, das ist ein Submission-Move. Nur einmal. Jitsu steht heute auf dem Programm. Und deine Submission. Los geht's. Stark. Gute Arbeit. Komm schon, Junge. Du musst mehr tun. Wow. Weiter so. Sau stark! Hol dir den Tap-Out!
Hier ist zwar nicht dies, was er gefordert hat, aber... Super! Weiter so! Gleich kommt der Tap-Out! Klasse! Jetzt bring ihn zum Tappen! Beim nächsten Mal zeigst du mir, was wirklich in dir steckt. Naja, macht nichts. Ich sehe um die Entwicklungspunkte gegangen. Baby got a crew on some rich gang shit. PNB and Meek must know this same bitch. If you look in her eyes, man, that shit's dangerous. On guard, on a gang, on bros. No bullshit, you the one, D Rose. Pass me the Pippin, the long nose. Then it's game over, the horn blows. This the last shot. You tryna be on the team, be the mascot. Wanna be the first lady or the last dot. I'm paying the way, way, but I flash not. Thought you could have been Jordan. Found out that you wasn't even been Gordon. Next one get flued out, I'm keeping them boarding. So, nächste Woche, Woche 4. Yeah, I cannot bullshit with none of y'all. I got a bullseye on some of y'all. I feel like Michael's 95. Machen wir nochmal ein kleines Boxtraining. Dann haben wir die Folge beenden. Dann trainiere ich die letzten Wochen mal fertig. Dass wir uns dann in der nächsten Titelverteidigung ja. Wiedersehen. Harte und präzise Treffer. Auf alles raus. Zeig mir, was du kannst. Also jetzt mal ehrlich. Das kannst du besser. Ja, cool, ja. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Los, gute Kombo, Junge. Weiter so. Ja, passt. Nicht aufgeben. Beim nächsten... Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Das nächste Mal kriegst du es hin. Das... Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ziemlich empfindlich mit den Kombos so, ne? Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Jawohl! Super! Schöpf doch endlich! Ja, ich schöpf doch schon, Davis. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Stark! Gute Arbeit! Ich weiß, dass du das besser kannst. Los! Zeig's mir! Also, einmal probiere ich jetzt nur. Nein. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Richtig so! Nice! Richtig gute Übung von dir! So. Komm schon, noch 30 Sekunden. Schöne Funktion. Sehr. Jetzt der Uppercut war ein bisschen zu viel für meinen Sparringspartner. Aber es macht nichts. Wir sind am Ende der Folge angekommen, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gehabt habt beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch.
wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es dann mit einem HP aus der UFC weitergeht, nichts mehr nice versammelt wird. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.